Hallo meine lieben Aktienfreunde, ich präsentiere euch immer noch aus Vietnam, Da Nang, zwei Wachstumsaktien, die ich auf meinem Kaufzettel habe und verrate euch auch mein ganz persönliches Kauflimit. Und es sind Aktien, die ich denke, wer den Aktienfinderkanal nicht kennt, beziehungsweise wer den Aktienfinder nicht hat, der kennt die Aktien nicht. Wenn nicht auf sie stoßen, wer ihn hat, kann durchaus schon auf die Aktien gestoßen sein. Jetzt mache ich wirklich mal ein bisschen kleiner, damit man den Aktienfinder besser sieht. An der Stelle noch keine Verkauf- und Verkaufsempfehlung und dann geht es auch schon los mit Asahi Intec. Asahi Intec ist eine Firma aus Japan, Medizintechnik in erster Linie, und hier sieht man schon das langfristige Gewinnwachstum, weil hier geht es ja um langfristig steigende Kurse und Dividenden. Wenn wir uns die Performance mal anschauen, machen wir jetzt, dann haben wir hier einen Tenbagger, wenn man nur lang genug investiert ist in die Firma. Das heißt, das wäre in dem Fall seit 2005, da steht es ja jetzt bis heute, Performance von knapp 1400% inklusive Dividende, die allerdings nur 5% Anteil an der Gesamtperformance ausmacht. Jetzt sehen wir hier aber bei dem Aktienkurs von 2200 japanischen Yen knapp, dass wir diesen Aktienkurs bereits im Jahr 2018 erreicht hatten. Und im Jahr 2018, gucken wir uns das Ganze mal hier an, da hatten wir hier einen schönen Gewinn gehabt von 38 japanischen Yen und mittlerweile haben wir 55 japanische Yen, also mehr. Wir haben hier aber mal so eine Durststrecke hinter uns, was auch zu einer Dividendenkürzung kam, und man sieht hier auch, woran es lag in erster Linie, und zwar sind die Margen eingebrochen. Die operative Marge ist von 27% im Jahr 2018, als wir, heißt es hier, auf bis zu 120% eingebrochen. Jetzt haben sich die Margen aber stabilisiert und auch wieder leicht erholt auf 21% und sollen dann weiter wachsen. Das heißt, wir würden jetzt dann quasi, wenn wir jetzt einfach wieder weiter Umsatzwachstum haben, wie wir es die ganze Zeit ja eh schon haben, also wir hatten hier schönes Umsatzwachstum, aber durch die, wegen der stark sinkenden Margen hat sich das nicht in steigende Gewinne übersetzt. Aber jetzt, wo wir die Talsohle quasi erreicht haben, wird Umsatzwachstum wieder zu steigenden Gewinnen führen. Und das ist genau das, was die Analysten hier schätzen, und auch dann wieder steigende Dividenden. Kurs zur Bilanz. Die Bilanz sieht sehr solide aus. Insbesondere sind wir hier schuldenfrei, was man auch schön sehen kann hier. Also die liquiden Mittel sind deutlich höher als die zinstragenden Schulden. Sieht man hier wunderbar grafisch. Wir haben hier einen freien Cashflow, der die Dividende deckt, also der aber schon relativ weit weg ist vom bilanzierten Gewinn. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen vor uns, das relativ kapitalintensiv ist, aber nicht über Gebühr hinaus. Also die Bilanz ist sehr solide und die Dividenden sind gedeckt. Vielleicht mal ganz kurz, was machen die überhaupt? Wir sind hier auf der Webseite von Asahi Intec und ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir haben ja im Körper sehr viele Gefäße. Hier seht ihr so ein Modell und da sind ganz viele, sagen wir mal Drähte oder was, Schläuche sind da drin. Oh, das ist das Gefäßsystem. Und in erster Linie geht es um Herz-Kreislauf, um das Herz-Kreislauf-Gefäßsystem. Und da werden dann hier von Asahi Intec Katheter entwickelt für unterschiedliche Anwendungszwecke im selben Gefäßsystem quasi des Menschen. Beispielsweise, um die Gefäße, das Gefäß zu erweitern, um Blockaden zu durchstoßen oder um Gefäß in Gefäß bzw. Katheter in Katheter was anderes durchzuleiten. Also da gibt es ziemlich viel und da seht ihr hier auch die unterschiedlichen Gefäßsysteme des Menschen. Und wenn ihr da reinklickt, das ist jetzt zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, dann seht ihr hier unterschiedliche Katheter. Und das sind Hightech-Produkte aus Hightech-Materialien. Und wenn wir hier in die Segmente reingehen, dann seht ihr, dass wir nicht nur medizinischen Anwendungsbereich haben, das ist das Grüne, das ist Medical, sondern auch was Blaues, das heißt dann hier Device. Und Asahi Intec beliefert mit seinen Lösungen tatsächlich auch beispielsweise die Bauindustrie oder die Consumer Electronics, also Unterhaltungselektronik. Aber das macht nur 13% ungefähr vom Umsatz aus. Also das meiste geht in die medizinische Anwendung, Medizintechnik. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Bewertung ist. Dann nehmen wir den bilanzierten Gewinn. Da sieht man, dass hier die Aktie mit einem KGV von 100 bewertet war, Ende 2020, also relativ sportlich.
Und jetzt ist das KGV auf so um die 40 gefallen und soll natürlich weiter sinken, weil die Gewinne weiter steigen sollen. Also die Aktie ist jetzt hier deutlich günstiger bewertet, als sie in der Vergangenheit im Schnitt bewertet war. Und was heißt das jetzt für den fairen Wert? Schauen wir uns auch gleich an. Wir haben hier den bilanzierten Gewinn, den nehmen wir auch für die Bewertung. Dann haben wir hier den fairen Wert, basierend auf dem bilanzierten Gewinn out of the box, mit einem KGV von 50, also dem durchschnittlichen KGV berechnet von 50, ist, wie ich finde, ein bisschen viel bezüglich des Wachstums. Also im laufenden Geschäft soll der Gewinn um immerhin über 20% wachsen, um die 15%, 13%, also schon dynamisches Wachstum. Auch in der Vergangenheit lag das Wachstum ähnlich wie jetzt bzw. in der prognostizierten Zukunft. Trotzdem finde ich das KGV von 50, halte ich es für zu hoch. Ich würde hier etwas deutlich defensiver rangehen. Und so habe ich mir hier ein KGV von 30 ausgedacht. Und dann wird der faire Wert sinken von momentan 3.000 japanischen Yen auf wie viel? Wäre dann bei 1.800 japanischen Yen. Und das ist auch ungefähr mein Kauflimit. Also wir hätten jetzt hier eine Renditeerwartung vom aktuellen Kurs ausgehend bis Mitte 2027 von 6,3%. Das wäre zu niedrig. Wenn ich jetzt hier die Bewertungslinie reinmache und dann hier ungefähr auf den fairen Wert gehe, hier ist er, dann hätte ich jetzt eine Renditeerwartung von knapp 14% jährlich über die nächsten 3 Jahre ungefähr. Und das wäre schon okay. Das ist auch das, wo die Aktie schon mal hinkorrigiert hat in der näheren Vergangenheit. Ja, und wie ich jetzt sagte, bei 1.800 japanischen Yen würde ich dann hier mein Kauflimit setzen. Und das mache ich jetzt auch. Targetiere 1.800 japanische Yen ein. Wo sehen Sie? Hier sehen Sie, zack. Und dann kriege ich automatisch eine Benachrichtigung, wenn es erreicht ist. Und dann wird es hier auch grün. Das wäre die erste Aktie. Es gibt noch Konkurrenten übrigens auch aus Japan. Der heißt Terumo beispielsweise, das ist auch so eine Aktie, die könnte auch interessant sein. Da ist sie, die haben eine deutlich größere Marktkapitalisierung. Wenn man sich die Segmente anguckt, so ganz kurz, dann sind die auch noch in anderen Segmenten tätig. Das hier ist quasi das Konkurrenzsegment zu Asahi Intech. Und dann haben wir noch 2 andere Segmente. Einmal werden hier so Krankenhausbedarfsartikel, sage ich mal, Spritzen und so Zeug produziert. Das ist bei Medical Care Solutions und hier geht es um alles, was man braucht für Blutabnahme, Blutaufbewahrung und so weiter. Das ist dunkelblau. Was da interessant ist, ist, dass die operative Marge, die hier auch im Aktienfinder angezeigt wird, ist bei diesen anderen beiden Segmenten deutlich niedriger als hier dieses Katheter-Segment quasi, das ebenfalls ähnlich wie bei Asahi bei 20% plus liegt die operative Marge. Also man sieht, es ist ein einträgliches, gutes Geschäft. Und wenn man da jetzt mal kurz reingeht und sich die Multiples anschaut und wir vergleichen das mit Asahi, das ist auch interessant. Asahi als Pure Play quasi, hier in dem Bereich, war lange Zeit deutlich höher bewertet, lass uns hier auch wieder auf den bilanzierten Gewinn gehen, deutlich höher bewertet als jetzt Terumo als Gemischtwarenladen, wenn ich es so ein bisschen provokativ mal sagen soll. Und hier sieht man aber, wie dramatisch quasi die Multiples von Asahi zurückgekommen sind. Sie sind fast gleich aufbewertet. Okay, nur so am Rande. Es gibt auch Abbott Laboratories beispielsweise oder ich glaube auch Medtronic, die ebenfalls was Ähnliches machen wie Asahi Intech. So, jetzt aber nächste Aktie und die nächste Aktie ist Cellavision und für die habe ich schon mal ein ganzes Video abgedreht und zwar hier, geheime Wachstumsaktie zum Schnäppchenpreis. Das war am, ich habe es mir aufgeschrieben, 19. April, hier steht nur one year ago, was war am 19. April, als ich die Aktie gecovert hatte und wenn man mal schaut, was die Performance bis dahin gemacht hat. Auf mir auf 5 Jahre rein, das sieht man, das sieht jetzt nicht besonders gut aus hier erstmal, die Performance auf 5 Jahre, so ähnlich wie bei Asahi Intech, aber fundamental sieht es deutlich besser aus und das war der 19. April gewesen, letztes Jahr und das war hier genau tatsächlich, dass ich hier auch reinkomme, ja hier, also es war hier am Tiefpunkt und seitdem hat die Aktie also gut schön zugelegt, um 67%, das meiste davon Kursgewinne. Und die Aktie
halte ich aber immer noch für interessant. Man sieht hier, wie schön hier die Gewinne steigen. Und ähnlich wie bei Asahi haben wir hier so einen leichten Margendruck gehabt, aber einen leichteren Margendruck, sind aber jetzt auch hier durch das Tal durchgegangen. Was machen die? Die produzieren Mikroskope und tun die Analyse der Labore, die diese Mikroskope verwenden, verbessern durch eigene Software. Und das führt auch zu Kostenreduzierung. Und die sind bei Großlaboren Marktführer, die haben einen Marktanteil von um die 25-26%. Und es ist ziemlich gut. Eigentlich ist es eine sehr kleine Firma, die haben gerade mal etwas über 200 Mitarbeiter. Aber sie haben ihre Nische gefunden und verdienen da sehr gut Geld. Die Dividendenhistorie und Dividendenrendite mal kurz anschauen, liegt hier bei 0,9% und soll aber dynamisch schön steigen, sieht man hier. Die Kennzahlen könnt ihr alle oben angucken und noch näher zu dem, was das Unternehmen macht. Hier, ich werde euch das Video auch verlinken, da könnt ihr das Ganze dann mal anschauen. Was ich jetzt machen möchte, ist in erster Linie auch auf die Bewertung reingehen. Wir haben hier auch eine sehr solide Bilanz, ähnlich wie von Asahi. Und wir sehen hier Ticken mehr Goodwill, aber weiterhin also kein Problem, würde ich sagen. Also kein Grund zur Beunruhigung. Und hier sehen wir, dass die zinstragenden Schulden auch hier mehrfach reinpassen in liquiden Mittel. Und dann sehen wir hier noch, wir sehen die Tilgungskraft, wie stark quasi der freie Cashflow ist. Der übersteigt ebenfalls um ein Vielfaches die zinstragenden Verbindlichkeiten. Können wir hier auch einblenden, den freien Cashflow, der ist sogar höher, im Gegensatz zu Asahi Intech, als der bilanzierte Gewinn. Wenn wir uns die Multiples mal angucken, schon mal hier für die, und da macht es keinen Unterschied, ob ich den bereinigten oder den bilanzierten Gewinn nehme, ich nehme auch hier den bilanzierten Gewinn, so wie beim Japaner, sehen wir hier, dass wir, obwohl die Aktie gut zugelegt hat, immer noch deutlich günstiger bewertet ist als im Schnitt der Vergangenheit. Deshalb ist ja die Performance so niedrig über 5 Jahre, weil die Aktie sehr viel günstiger geworden ist. Gucken wir uns das Ganze mal hier an. Und ich werde jetzt die gleiche Bewertung vornehmen wie damals, ich es in dem Video gemacht habe. Kleiner Teaser. So, hier haben wir wieder out of the box, fast ein 50er KGV, ähnlich wie Asahi, wenn ich mich richtig erinnere. Auch hier würde ich nach unten korrigieren. Wir haben hier allerdings, also jetzt allerdings bei Asahi, also bei Cellavision, nicht auf dem 30er, sondern auf dem 35er KGV hier, weil wir haben hier deutlich dynamischeres Gewinnwachstum erwartet als bei Asahi, etwas dynamischeres Gewinnwachstum. Da würde ich jetzt hier nach unten korrigieren, von den fast 50 auf 35. Und dann sehen wir hier eine Renditeerwartung erstmal, wenn ich das nehme, auf aktuellen Kurs bezogen, von jährlich knapp 40%, schon nicht schlecht. Allerdings hat die Aktie jetzt schön zugelegt und ich denke, vielleicht kommt er noch mal ein bisschen zurück. Und dann würde ich hier nämlich eher einen Kauf nehmen. Jetzt setzen wir um die 220, also da, wo auch ungefähr der faire Wert ist. Und dann hätten wir hier sogar eine Renditeerwartung von über 20%. Das heißt also hier, Kauflimit würde ich hier mal setzen von 220 schwedischen Kronen. Die sind hier und das war's. Dann werde ich jetzt auch automatisch benachrichtigt. So. Das waren, wie ich finde, 2 interessante Aktien aus dem Bereich Medizintechnik mit meinem Kauflimit. Es gibt natürlich auch viele andere interessante, spannende Aktien aus dem Gesundheitssektor. Ihr könnt ja mal unten in den Kommentar reinschreiben, auf was ihr es abgesehen habt. Da sind bestimmt die üblichen Verdächtigen dabei, angefangen von Johnson & Johnson über Danaher, Edward Life Science und andere. Aber vielleicht erwähnt ihr die eine oder andere Aktie, auf die ich jetzt so nicht gekommen bin bisher. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und bis zum nächsten Video.